Und ja, ich sollte lieber, während ich kämpfe. Ja, guckt euch das an, die KI hängt irgendwie ein bisschen. Aber wie sie hängt. Macht die ganze Geschichte nicht gerade einfach. So. Speichern wir hier sicherheitshalber nochmal. Ich weiß nicht, müssen wir hier unten dem Fluss lang folgen? Oder müssen wir den Berg hoch? Scheinbar können wir hier dem Fluss folgen. So, einer fehlt da oben noch. Nehmen wir mal die Bogenschützen und suchen mit denen die Dschungelmeiers. Sieht nämlich fast so aus, als ob wir das einfach so könnten. So, jetzt sind sie erwachsen. So, tu noch. Tu noch. Und du noch. So, mal sehen, wo sich die Dschungelmayas verstecken, die wir finden sollten. Ach, da. Eine Ewigkeit schlugen sich unsere Kundschafter durch den unwegsamen Dschungel. Oftmals glaubten sie, sich für immer verirrt zu haben, bis sie dann endlich durch die Bäume wieder das beruhigende Plätschern des Flusses hörten. Dann endlich wich der Dschungel einer großen Lichtung und sie standen inmitten eines Maya-Dorfes am Meer. Es war das Dorf der Zuluketl. Misstrauisch, aber durchaus freundlich begegneten uns die Dorfbewohner und führten uns zu ihrem Anführer. Als dieser unsere Männer sah, wurde er kreidebleich und rief den Namen des Regengottes. Die Kundschafter konnten den völlig verschreckten Mann jedoch rasch beruhigen, machte ihm einige unserer Töpfer waren zu Gastgeschenk. Quetzalcoatl berichtete uns der Häuptling Zumahintatsu, sei genau hier bei ihrem Dorf aus dem Meer gestiegen. Seitdem lebten sie in ständiger Angst und Sklaverei. Auf die große Stadt des Regengottes angesprochen, welche sie hatten errichten müssen, wurde der Mann hart und weigerte sich auch nur den geringsten Hinweis zu geben. Rosas schönes Geschirr schien ihm und seiner Frau sehr zu gefallen. Ja. Freundlich. 50 Geschirr? Davon haben wir genug. Nachdem er sein Geschirr bekommen hatte und wir auch noch den Rest seines Stammes damit versorgt hatten, wurde Zumahintatsu gesprächiger. Anfangs wollte er uns noch ausweichen, aber dann stand er doch zu
seinem Wort. Er schaute nach allen Seiten um, als erwartete er, dass der Regensort selbst stände hinter dem nächsten Baum und verriet uns das sorgsam gehütete Geheimnis seines Stammes. Als sie damals die Stadt bauten mussten, wurde das Baumaterial über einen versteckten Bergpass transportiert. Die Anhänger des Regengottes wähnten diese schmalen Klamm verschüttet, doch sie existiert noch immer noch. Niemand würde einen Angriff auf diese Richtung erwarten. Der Eingang lag gut versteckt an einem kleinen See mitten im Urwald, nordöstlich von ihrem Dorf, neben einem Wasserfall, der sich dort tosend in die Tiefe stürzte. Konnten wir ihm vertrauen oder war das Ganze eine hinterhältige Falle Quetzalcoatls? So den geheimen Zugang zur Stadt des Regengottes, falls du zu man ihn Tatsu Glauben schenkst. Hey, ihr handelt auch mit uns. Rohes Eisenerz gegen Gold. Nö. Rüsten wir unsere letzten Soldaten aus? Ah, da sollten wir aber langsam auch mal wieder. Sobald er hier seinen letzten Lehmklumpen abgeliefert hat, wieder Geschirr herstellen. In dem Klumpen haben wir nämlich jetzt genug. Du kannst trainiert werden, dann trainiere mal. Du. Töpfer. Hier ausrüsten, Kaserne verlassen. Schön brav hier unten langlaufen, nicht da oben in die Todesfalle. So, der letzte Soldat verlässt das Lager. Falsche Richtung, Leute. So, jetzt suchen wir erstmal diesen See. Wo wollt ihr hin? Nix da. Achso, ihr schlaft. Ja,
So, ihr seid wieder frisch. Ah, das wird der See sein, oder? Mhm. Sieht nach einem See aus. Der Eingang lag gut versteckt an einem kleinen See mit dem Urwald. Nordöstlich von ihrem Dorf. Neben einem Wasserfall, der sich dort tosend in die Tiefe stürzte. Ja, haben wir ihn gefunden. So, unsere Armee marschiert. Gold wird langsam weniger, was wir haben. Aber ist ja halb so schlimm. Wir sammeln jetzt erstmal unsere Armee hier. Und dann schicken wir mal unseren kleinen Erkundungstrupp vor, speichern sicherheitshalber. An dieser Stelle, falls wieder was schief laufen sollte. Sieht aber wirklich danach aus, als würde uns das Ganze den richtigen Weg führen. So konnten wir jedenfalls die Hauptarmee des Gegners umgehen.